Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, zwei Dinge. Inhaltlich hat Frau Apel schon alles gesagt. Und zu dieser aktuellen Stunde, meine Fraktion, ich selber, sehe nicht im Geringsten, was an diesem Thema, was unumwunden ausgesprochen wichtig ist, was hieran jetzt wirklich tagesaktuell ist. Das Einzige, was tagesaktuell ist, hat Frau Apel auch gebracht. Das sind jetzt die ukrainischen Schülerinnen und Schüler, die hier sind und die uns vormachen, wie selbstverständlich man halt Online-Unterricht mit seiner Schule in Odessa macht. Aber abgesehen davon sehe ich hier wirklich nichts Aktuelles und deswegen möchte ich nicht weiter unsere Lebenszeit hier verplempern. Dankeschön.